wobei wir hier einmal schon durchgelaufen sind. Also wahrscheinlich eher im westlichen Bereich. Westen da lang. Du zaubern Auge. Oh, hier ist noch eine Wüste. Okay. Also noch ein Teil der Wüste. Sah laut Karte irgendwie so aus, wenn nur im Osten die Wüsten wäre. Und das sieht doch aus wie eine Lampe. Zing. Hätten wir schon mal zwei. Und hier geht's nicht weiter. Da ist ein Teleporter, der führt bestimmt zurück zu dem Hauptplatz. Und greife. Du, Heldentum. Oh, das sind die guten Greife. Okay, dann zaubern wir ein bisschen. So. Königsgreif. Ja, ihr seid C, ich weiß. Aber wir sind besser. Jedenfalls, solange wir Magie haben. Komm schon. Und kaputt. Bewacht ihr zufällig eine Truhe mit einem Kopf drin? Also Häuser, Truhen sich aber keine. Doch, da ist eine Truhe. Wird man ja hoffen können. Muss ich aber viel zu weit rückwärts laufen, das mag ich nicht. So. Da verschwende ich lieber ein paar Zauberpunkte. Stimmt eigentlich, wir könnten mal die Taverne hier aufsuchen. Oh, zwei Kisten. Das wird hier immer besser. Also du, Bewahrung. Du, Bewahrung. Du, Bewahrung. Nichts drin. Also an Pfeilen. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So. Da vielleicht? Nö. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sind gleich ganz im Südwesten. Und da hinten wird die Karte auch wieder zu Ende sein. Also einfach nur endlose Wüste ohne irgendwas. Ja, hier ist nichts. Okay. Hier ist das Westende. Wo könnte der Kopf noch sein? War man im Norden schon überall? Gleich mal gucken. Oh, noch eine Aladdin-Lampe. Zing. Der Jagdgreif da hinten ist auch kaputt. Da oben ist irgendwas. Wird das Haus sein? Nee. Nee. Also hier irgendwo. Springen wir doch mal hier hoch. Spoing. Gucken, was hier so Interessantes drin wohnt. Besondere Tränke. Alchemisten. Genau das Richtige für uns. Da hast du vollkommen recht. 10er-Regens. Gekauft. Besonderes. Essenz des Geschick. Waffenöl. Intellekt. Wir sind noch kein Meister. Das ist nicht so toll. Und aussortiert hatten wir schon mal. Nee, gut. Das war ein schöner Zufall. Leere Flaschen und Mana-Reagenzien können wir immer gebrauchen. Hops. Du bist ein Prälat und du bist Tricia Lambert. Seid gegrüßt. Gottes Eingriff? Unsere Astrologen haben herausgefunden, dass der vermisste Gottes Eingriffstext irgendwo tief unter der Erde liegt. Unter Deja, um genau zu sein. Sie befürchten sogar, dass diese Abschrift des Textes in das Brutgehege gelangen ist, die Totenbeschwörer-Variante unserer Reifeprüfung. Oh, was haben wir bloß getan, um die Götter so zu erzürnen? Von diesem verfluchten Ort werden wir den Text niemals zurückbekommen. Das hört sich sehr gefährlich an. Golemteile? Nun, ich habe keine Golemteile. Diesen Kurs habe ich noch nie belegt. Aber in ganz Brakada gibt es Studenten, die ihre überzähligen Golemteile herumliegen lassen. Für sich alleine sind diese Teile wertlos. Deswegen bekommt ihr sie vielleicht umsonst. Wie jetzt? Ich soll einfach so Passanten ansprechen? Hast du vielleicht einen Golem-Kopf für mich? Das finde ich ein wenig makaber. Aber gut, das sind Magier, die sind da vielleicht etwas anders gepolt. Da liegt was. Ein Erzklumpen. Und
mitten in der Stadt einfach so greife. So. Bye bye. Und irgendwo in einem dieser Canyons ist bestimmt eine Truhe. Weil ich glaube nicht wirklich, dass irgendein NPC das dabei hat. Das wäre viel zu gemein. Das sind doch recht viele NPCs. Wir haben gleich keine Zauberpunkte mehr. Oh, ist das da hinten Obelisk? Sehr schön. Kurz schlafen. Oh, können wir bald etwas essen? Okay. Ich bin am Verhungern. Wie viel Essen brauchen wir inzwischen? 4 Stück? Wow. Okay. Nicht so schön. Auge. Kein Fackellicht, wir sind mitten in der Wüste. Heldentum. Strike. Hallo. Es werden mehr. So, ich wollte eigentlich zu dem da hinten hin. Zu dem da. So, hops. Hops. Und Unwegasse. Also ein weiterer Hinweis für das Obelisken-Rätsel. Zing, zing. Da ist wieder die Wüste. Da wollten wir gar nicht hin. Wir wollten in die Richtung. Also Nordwesten. Hier. Hops. Da liegt noch irgendwo was. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Eine Armbrust. Oh, da sind ganz schön viele Golems. Waren wir da schon? Ja, das ist diese kleine Siedlung gewesen. Okay, aber damals haben wir noch nicht nach... Ne, das ist Teleporter-Umschlagplatz. Na gut, wo wir schon mal hier sind, können wir doch vielleicht mal ein paar NPCs ansprechen. Hallo! 20% auf alles gefundene Gold. Ich brauche momentan nicht mehr Gold. Heiler. Ich grüße euch. Heilt einmal pro Tag alle verlorenen Trefferpunkte der Gruppe. Das klingt echt nicht schlecht. Also einmal am Tag ist nicht so pralle. Die Kiste hatten wir schon aufgemacht, ne? Ja, da war die Rechnung drin, der komische Kopf. Mhm. Also einmal am Tag, nee, aber komplett Heilung ist schon praktisch, vor allem wenn die Mädels umfallen wegen einer Kiste. Was haben wir hier? Einfach nur eine Bürgerin. Nee. Ein nicht beschriebener Teleporter. Sehr schön. Okay, wir merken uns, wir kommen rein in den Teleporter-Umschlagplatz und nehmen jetzt mal den linken Teleporter. Und sind bei einem Portal, das uns normalerweise in den Himmel führen würde. Hm? Aber da wir noch nicht hin dürfen, bringt es uns nichts. Okay. Das war der ganz linke. Der führt uns zum Kai. Hier unten waren wir schon mal. Ja, waren wir. Irgendeinen besonderen Alchemist? Hallo. Repariert alle magischen Gegenstände. Keine Waffen und Rüstung. Nö. Schmied. Bürger. Sonst ist hier nichts. Nee, gut, wieder hoch. Betrüger. Nee, danke. Also da war der Teleporter nach oben. Da war das Pier. Geh weg. Wieder ein Unbeschrifteter, der uns mitten in die Pampa führt, wo kein Teleporter zurück ist. Danke. Wo genau sind wir? Hier. Okay, also der Teleporter da bringt uns hier hin. Na gut, gehen wir aber nach Westen. Da wollten wir eh aufdecken. Guck mal, was das Haus hier so hat. Etwas Glück ist eine Taverne. Alashandras Heim. Gottes Eingriff, schon wieder. Ja. Ah, hier kriegen wir eine Erklärung, was genau der Zauber eigentlich sein soll.
Der Zauberspruch Gottes Eingriff, der höchste der Schule der Lichtmagie, ist seit Jahrhunderten verschollen. Wir glauben, es ist ein Fluch, den wir unserem Mangel an Glauben und Hingabe an das Licht zu verdanken haben. Wir bemühen uns und ab und zu ziehen einige aus, um den Zauberspruch wiederzufinden. Aber bisher hat es niemand geschafft. Jedes Mal, wenn er gefunden wird, reißt ihn uns das Schicksal wieder gnadenlos aus den Händen. Unsere Großmeister müssen schon länger auf diesen vollkommenen großartigen Zauber verzichten, als ich jemand zurückerinnern kann. Das klingt doch mal echt wie eine Herausforderung, ne? Da hinten ist ein Teleporter. Und ich gehe schon wieder nach Osten. Menno. Was? Ja, einfach da in die Pampa rein. So, ein Teleporter zurück, aber ich will gar nicht zurück. Jedenfalls jetzt noch nicht. Keine Kiste. Ein sehr auffälliges Haus, das ziemlich groß ist. Das könnte irgendein Geschäft sein. Er wird sich auch wundern, was zur Hölle machen die da? Hier ist nichts. Meistergilde des Wassers. Du bist Wasser nur Experte und das dauert noch. Trotzdem würde ich gerne wissen, was da drin ist. Also am Angebot sozusagen. Willkommen in der Gilde des Wassers. Und wir könnten alle mal lernen. So. Wir haben Verzaubern. Sehr, sehr schöner Zauberspruch. Aufladen können wir kaufen. Also damit können wir Zauberstäbe und so weiter wieder aufladen zum Beispiel. Stadtportal. Sehr, sehr praktisch. Eissturm. Schleudert eine Kugel aus Eis in die Richtung, in die der Zaubernde schaut. Die Kugel zerbirst, wenn sie etwas trifft, und schleudert 7 Eissplitter in alle Richtungen. Außer in die des Zauberers. Ja, ja doch. 12 Punkte Schaden plus 1 bis 3 pro Fähigkeitspunkt. Das ist echt nicht viel. Also der Grundschaden ist höher als beim Säurestrahl zum Beispiel. Aber er kann bei weitem nicht so hohe Werte erreichen. Dafür aber halt auch 7 Splitter. Wobei die 7 Splitter auch erstmal was treffen müssen, ne? Na gut. Wissen wir schon mal, dass die Wassergilde hier unten ist. Da ist ein Teleporter zurück wahrscheinlich. Da hinten hat gerade was gefunkelt. Da. Kenn ich nicht. Handschuh. Ein Silberhandschuh. Haben meine Zwergenaugen mich wohl doch nicht getäuscht. Hoch da. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes 450 Ding? Gold. Oh. Das sieht mal schmal aus. Das ist bestimmt ein Privathaus. Oder Luftmagie vielleicht. So ein Spindeldürrer Turm hat ja schon was mit Luft zu tun. Zaubern, springen. Das hat nicht ganz so geklappt. Gilde der Erhellung. Nur für Mitglieder. Oh. Ist die Lichtgilde. Das sah schick aus. Aber wir sind kein Mitglied. Stimmt, Licht und Schatten müssten wir erst ein Mitglied werden. Also, erst müssten wir später in der Lage sein, überhaupt Licht und Schatten zaubern zu können. Aber dann brauchen wir auch eine Mitgliedschaft. Das sieht wieder wie ein Geschäft oder öffentliches Gebäude aus. Das tut irgendwie weh. Autsch. Oh, du bist sogar schon ein bisschen angeschlagen. Heilung. Oh, da ist eine Herausforderung. Da gucken wir doch gleich mal hin. Auch wenn ich eigentlich viel lieber den Kopf hätte. Ich sehe schon, dass die Queste sehr lange dauern wird, um Talana ihre neue Klasse zu geben. Wettbewerb des Glücks. Ihr habt den Wettbewerb verloren, ja. Wie viel Glück haben wir denn? 34. Oh, die haben alle Level up. Sehr schön. Aber ja, 34 Glück reicht wohl nicht. Müssen wir noch dran arbeiten. Aber wenn wir später den Verzauberungszauber haben, dann können wir ja so lange Sachen verzaubern, also wenn unser Geld reicht, so lange Sachen verzaubern, bis wir Ringe und dergleichen bekommen, die dann den Stat bringen, den wir gerade brauchen für die Herausforderung. Was ja schon sehr praktisch ist. Und wir wollen nicht nach Erasia. Ja, damit werden wir jetzt einmal rum und haben keinen zweiten Ghoul im Kopf gefunden. Das heißt, ich denke, der wird irgendwo oben drauf liegen.
auf diesen Dingern. Warte mal, bei den Stellen war da was. Da war so ein Torbogen. Das müsste so ziemlich die schwer zu erreichendste Stelle hier in dem ganzen Gegend sein. Ich wette, da ist das Ding. Oh, wir finden richtig schön viel Erz. So, nicht ablenken lassen, Girogon. Hoch da. Hüpf. Hüpf. So, was haben wir hier? Zim. Gottes Eingriff. Das Besondere an Schleim. Was? Vor 8 Jahren entsandten wir eine Gruppe von Gelehrten an den Ort, der heute als die Roten Zwergenminen bekannt ist, um die merkwürdigen Kreaturen zu studieren, die von Zeit zu Zeit dort auftauchen. Die erste Beobachtung, die wir machten, war die Verwendungsmöglichkeiten des Endoplasmas von Schleim als ausgezeichneten Katalysator für Zaubertränke. Also eine graue Reagenz. Und du redest ganz schön geschwoben für so einen kleinen Jungen. Die zweite Beobachtung war, dass der Schleim nicht physisch verletzt werden kann. Er teilt sich einfach und quillt weg und fließt dann wieder zusammen. Wenn ihr einen besiegen wollt, müsst ihr das schon mit Magie machen. Ja, das wissen wir. Und er will nicht wirklich mit uns reden. Das ist vollkommen okay. Wir wollen eigentlich auch nicht mit ihm reden, wenn er nichts zum Ausbilden oder Auftrag geben hat. Kraxel, kraxel, kraxel. Komm schon. Ja, sehr gut. Gleich nochmal. Jo. Noch ein letzter Satz. Tempel des Lichts. Die beste Heilung, die man für Gold kriegen kann. Alles Gute. Okay. Und genau das Ding da meinte ich. Also als schwer zu erreichendster Ort. Und da liegt auch noch was. Aber ich glaube, wir haben nur eine Fliegenschriftrolle. Und damit müssten wir da eigentlich ankommen. Mal gucken wir erstmal hier. Brauchen wir wirklich noch so ein Stehlen plus 9. Okay. Und einen Riesenhaufen Gold und eine Kiste. Stopp. Erstmal so. Und dann so. Und dann so. Und dann speichere ich erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.